Beispiel zum Beispiel ist nach meiner Beobachtung weitgehend aus dem Sprachschatz verschwunden. Dazu passt es möglicherweise auch das Böse und sägliche Gerede von den Jamozis ziemlich ausgestorben ist. Ich will da nicht missverstanden werden. Solche Töne waren immer schon ungerecht, sie waren mehr als das, sie waren herzlos und verkehrt. Aber mittlerweile dämmert es eben auch manchen, auch dem letzten Besserwisser, dass immer Ostdeutschland heute ausmacht und kennzeichnet ein einziges großes Jammertal der Hoffnungslosen ist dieser Region Ängstlinge. Ostalgie, Jammermassie, Besserwisser. All diese sehr grobschlächtigen und verletzenden alten Wahrnehmungen und Stereotypen stimmen doch einfach nicht mehr. Wenn da überhaupt jemals etwas zutraf. Denn es ist jedenfalls, wie ich glaube, von der Wirklichkeit, und die kann ich wahrnehmen in vielen Besuchen, nicht erst seit gestern, sondern beginnt im Vergleich Mitte der 70er Jahre, über die 80er Jahre, über die 90er Jahre und das Jahrzehnt, Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung widerlegt. Ostdeutschland ist eine Region tüchtiger und zupackender Menschen, die ihre Angelegenheiten sehr tatkräftig in die Hand genommen haben. Und das weiß inzwischen auch jeder und jede und das auch in Westdeutschland. Wenn es noch eines weiteren Beweises bedurft hätte, dann hätte ihn nochmal das Hochwasser in diesen letzten Monaten erwacht. Da haben die Menschen hier im Osten wieder einmal gezeigt, wie sie ticken, wie ihre Grundhaltung aussieht, die hier herrscht. Zupacken, zusammenhalten, Solidarität, Probleme gemeinsam lösen, Widrigkeiten standhalten, sich vor allen Dingen nicht unterkriegen lassen. Das vor allem macht Ostdeutschland.